Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Also, heute werden wir das folgendermaßen machen. Wir haben im letzten Part hier noch ein bisschen rumgeshoppt und so weiter und haben hier den komischen Typen besiegt. Und heute würde ich mich mal auf die Suche nach den einzelnen Sternsplittern in verschiedenen Gebieten machen. Und deswegen machen wir das folgendermaßen. Ich werde jetzt einfach mal loslatschen, werde durch die einzelnen Gebiete traben und immer wenn es was Neues zu entdecken gibt, werde ich mal das präsentieren. So, und ansonsten wird alles geschnitten und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim ersten Sternsplitter oder ersten Ereignis wieder. Bis gleich! Okay Leute, also hier gibt es wohl einen Sternsplitter zu finden irgendwo. Guck mal, da ist er doch schon. Da haben wir schon Sternsplitter Nummer 1. Ich renne hier gleichzeitig mit Watt ein bisschen umher. Einfach um zu gucken, ob es vielleicht noch unsichtbare Blöcke irgendwo zu finden gibt. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So, weiter geht's. Leute, ich bin gerade in Fortheim. Fortheim? Hieß es Fortheim? Gumbafort, Gumbafort. Angekommen und hier ist wieder dieser Quizmaster. Ich würde sagen, mit dem labern wir gleich mal. Quiz! Und hier ist er wieder. Ihr allseits beliebter Quizmaster, Win Quizmo. Let's go. Bis jetzt haben wir immer, konnten wir immer gewinnen. Dann kommen wir zur Frage. Ich hoffe, das bleibt auch diesmal so. Frage. Welche Option steht bei Mario im Kampf? Strategie. Da, 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 korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. Nice. Du hast bis jetzt 5 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Wie oft geht das? Wie oft war das? Ihr habt da einiges Male, hingeschrieben. Man muss da ein bisschen Glück haben, weil der immer in einem zufälligen Dorf irgendwie drin ist, ne? Und ich glaube, bevor ich jetzt wieder wegschneide, wir haben auch noch einen Brief, ne? Für irgendeinen hier. Tottown. Ein Brief an Feisty nahe des Eingangs zum Nimmer-Nimmer-Wald. Stell ihn mit Paracarry zu. Ne, doch nicht. Okay. Cooperheim. Cooperheim haben wir. Rusty. Ich weiß immer noch nicht, wer Rusty ist. Da müssen wir nochmal gucken. Igor in Boos Haus. Okay, die können wir, glaube ich, auch alle mal zustellen dann. Alles klar. Gut, ich würde sagen, weiter geht's. Hier auf dem Balkon, der jetzt ja wieder frisch gebaut ist. Das letzte Mal sind wir ja, als wir in Gumbafort waren, hier abgestürzt. Und da ist jetzt hier so eine Sternschnuppe, Sternwind. Sehr schön. Habe ich gerade mal mitgenommen. Sehr, sehr cool. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Alles klar. Gut, weiter geht's. Wenn ich jetzt hier Gumbafort verlasse, Leute. Ja. Auf der Lichtung, wo wir damals quasi gelandet sind, gibt es auch einen Sternsplitter auf jeden Fall. Sehr schön. Cool. Da haben wir doch schon ordentlich was weggenommen. 3 Stück, glaube ich, jetzt an der Zahl. Sehr schön. Und weiter geht's. Gut, Leute, und auch an diesem Ort hier gibt es einen Sternsplitter irgendwo zu finden. Ah, da ist er schon. Geilo. Zack, Sternsplitter aufgehoben. So ist das. Ah ja, das war damals der Block, den wir mit unserem ersten Hammer zerstören konnten, glaube ich, ne? Hier gibt es mittlerweile auch einen Sprungfeder. Kann mich da wieder mit nach oben auf dem Balkon? Okay. Scheint es hier aber soweit gewesen zu sein. Okay, weiter geht's, Leute. Okay, Leute, ich habe hier gerade gesehen, mit Watt gibt es hier noch einen unsichtbaren Block zu finden. Und da ist Zahnpasta drin. Ne, Tarngel. Ah, okay, das ist gar nicht so schlecht. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier noch ist. Geht's hier hoch? Ach so. Okay, alles klar. Gut, dann ist Gumbafort damit abgeschlossen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Stadt, Welt etc. Bis gleich. Leute, wir haben glaube ich für ihn hier, das ist glaube ich Ross T, oder? Ein Brief, oder? Sehe ich das falsch? Warte mal. Ja, wir haben einen Brief für ihn. Perfekt, ich glaube ich habe einen Brief für Sie, einen Moment bitte. Zack. Die müssen wir ja auch langsam mal loswerden. Und normalerweise kriegen wir dafür ja auch einen Sternsplitter. Hm, was könnte das wohl sein? Wie eigenartig. Er kommt von Lava Lava Island. Ja, es muss
Es ist eine Frage von einem neugierigen Kind. Mein Wissen ist sehr gefragt. Danke, Paracarry, für die rasche Zustellung. Normalerweise beantworte ich ja keine Anfragen, aber es kommt von einem Kind und wir müssen die junge Generation bilden. Als ich ein Kind war, war ich auch voller Wissensdurst und bin es immer noch. Ich werde mich sofort um die Beantwortung kümmern. Okay, cool. Da kriegen wir einen Sternsplitter. Geil. Die Leiter können wir nicht hoch, oder? Nein. Okay. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Ereignis, Sternsplitter, whatever. Wir schauen mal. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind immer noch in Todd Town und ich habe gerade gesehen, wir haben noch einen Brief an Feisty nahe des Eingangs zum Nimmer-Nimmer-Wald. Ist das er hier? Gute Frage. Paracarry? Einmal ausstatten. Hey, bist du Feisty? Ich habe viel über Mut und Courage nachgedacht. Jo, das ist er. Du bist doch Feist. Oder Feisty. Die Wache vom Nimmer-Nimmer-Wald, stimmt's? Mein Name ist Paracarry. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment bitte. Zack. Geilo. Bap-bap-bam. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Ich frage mich, wer Behutler ist. Oh nein, nein. Das ist von einem Geist. Hier steht, während du schläfst, werde ich mich an dich ranschleichen. Buh. Er liebt es, mich zu erschrecken. Glaubst du, er wird schleichen? Finsternis? Oh weh mir. Ich werde nie wieder schlafen. Reiß dich zusammen, Feisty. Bleib standhaft. Sage nicht. Ich werde es schaffen. Hier, nimm dies. Geil. Neuer Sternsplitter. Also, nee, ich wollte nicht fliegen. Ich wollte warten. So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Ich hätte gesagt, als nächstes auf nach Cooperheim. Mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Geheimnisse finden. Bis gleich, Leute. Okay, Leute. Auf dem Weg nach Cooperheim gibt es an dieser Stelle auf jeden Fall irgendwo einen Sternensplitter zu finden. Die Frage ist nur, wo? Hier. Geilo, da ist es auch schon. Schön. Ich kontrolliere nochmal kurz, aber ich glaube, das müsste gewesen sein, oder? Jo, geil. Ah, unsere Suche geht gut voran, Leute. Sehr, sehr gut. So, hier ist dann eine Brücke gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was... Okay, hier ist direkt der nächste. Kann ich direkt drinnen lassen, so? Okay. Das sieht mir doch hier direkt nach einem Ort aus, wo das sein könnte. Guck mal. Geilo. Und noch ein Sternsplitter. Einfach hinterhergeworfen. So. Wo ging es denn hier eigentlich lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Dö. Oh. Shit, der hat mich erwischt. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir swippen rüber zum nächsten Ereignis, oder? Let's go. Okay, Leute, wir sind in Cooperheim angekommen. Ich war übrigens auch schon in der Cooper-Festung gerade. Ja, und da ist er doch schon. Der Sternsplitter. Geilo. Ey, läuft sehr, sehr, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas Unsichtbares? Ich glaube nicht. Ich würde gerne aber nochmal auskundschaften. Und zwar, hier drinnen. Nee, nicht hier drinnen. Ach, Quatsch. Was mach ich denn? Ich will nicht zum Tod. Also erstmal muss ich ja sowieso den Typen finden, der einen Brief haben will, ne? Wir haben hier, glaube ich, zwei Stück. Ich rede einfach mal mit jedem. Okay, da haben wir gleich einen. Du bist doch Kuva, oder? Mein Name ist Paracarry, ich bin dein Postbote. Ich habe eine Sendung für dich, guck mal. Kuva? Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt, die Arbeit des Postboten. Hey, danke, du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ich wollte gerade selbst einen Brief aufgeben. Oh, sieh doch nur. Es ist ein Brief von Mafti. Wir beide haben immer die gleichen Gedankengänge. Er ist einer meiner Fischerkumpel. Ich kann dir sagen, wenn du noch nie fischen warst, solltest du es mal versuchen. Es ist ein wunderschönes Hobby. Komisch, ich wollte gerade alle meine Freunde anschreiben und ihnen einen Angelausflug vorschlagen. Sobald wir einen guten Angelplatz gefunden haben, werde ich einen Brief an Mafti schreiben. Nun könntest du das wohl für mich zustellen? Vielen Dank. Was? Das ist für einen Freund von mir, der immer im Hafen von Todd Town angelt. Den kenne ich. Okay. Gut, alles klar. Den können wir auf jeden Fall zustellen. Da kommen wir auf jeden Fall wieder vorbei. Aber wir haben noch einen Brief, glaube ich, in Cooperheim. Items.
Und zwar Morty, genau. Morty. Ja, den krieg mal weg. Und dann müssen wir nochmal ins Geisterhaus. Ansonsten sieht es gar nicht mal so schlecht aus aktuell. Okay, ich würde sagen, weiter zum nächsten Ereignis. Beziehungsweise müssen wir jetzt erstmal Morty finden. Wer war denn Morty? Oh, das war eine Bombe. Aber Morty? Ist Morty ein Tod? Morty ist doch ein Tod, oder? Kann das sein? Dass das T für Tod steht? Vielleicht ist er das? Ich rede mal mit dem kurz. Ja. Ja, geil. Das ist er tatsächlich. Das T steht immer für Tod. Gut zu wissen. Und wieder wurde ein Brief zugestellt. Ein Brief für mich? Oh, er ist von meiner Frau. Wie süß, ich liebe dich so sehr. Puh, oh Verzeihung, ich war ganz kurz in den Brief versunken. Diese Frau, sie ist so lieb. Ich werde verrückt nach ihr. Danke, dass du mir so viel Freude gebracht hast. Nimm das jetzt, kleines Dankeschön. Ah, okay, der war schwer zu finden. Wenn man nach Cooperheim oder in Cooperheim denkt, dann denkt man irgendwie daran, dass man einen Cooper beliefert. Naja. Okay, Leute, auf geht's zum nächsten Ereignis. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin gerade hier so weiter nach durch Cooperheim gelaufen und ich glaube, das ist der Typ, den wir heimgeschickt haben, oder? Kann das sein? Der Dicke? Ah, nee. Die explodieren nur abwechselnd. Die machen Party. Bombette, Bombeppe, das ist alles, was er sagen kann. Es ist so nervtötend. Oh, Bombette. Halt die Klappe, vermutlich hat sie dich gekickt, weil du ständig geplappert hast. Ach, halt doch die Klappe. Meine Liebe vor Bombette ist tiefer als die See des Südens. Selbst ihr Zorn auf mich kann mich nicht entmutigen. Okay, vielleicht sollten wir mal Bombette rausholen. Komm mal raus, Bombette. Guck mal, da ist er doch. Hör dir den Kerl an, Bombette. Er kann nicht aufhören, über dich zu reden. Bada Bomb. Oh, Bombette. Halt endlich den Rand, bitte. Denn doch für 2 Sekunden mal an etwas anderes, ja? Du fängst mir an, richtig auf die Nerven zu gehen. Oh, der Arme. Bombette, ich werde meine ganze Liebe in die nächste Explosion legen. Sieh hin und werde Zeugin meiner Liebe. Bomb, bomb, bieb, bomb. Okay, ich glaube, das bringt nichts. Die explodieren hier fröhlich. Naja, okay, warum nicht? So, ihr zwei, habt ihr irgendwas? Oh, Mario, mein Mann ist wieder da. Er sitzt im Haus herum und liest ständig Bücher über all die Schätze, die noch auf ihn warten. Es ist so schön, ihn wieder zu Hause zu haben. Puh. Mein Gatte, was für ein komplizierter Mann, aber trotzdem liebe ich ihn. Okay, und du? Nun, ich bin wieder da. Hier ist es doch ganz nett. Abenteuer sind ja schön und gut, aber es ist nirgends schöner als zu Hause. Dann bleib doch mal zur Abwechslung hier. Ich habe langsam die Nase voll, hier herumzusitzen, mir Sorgen zu machen und auf dich zu warten. Hm? Ja, natürlich. Nun, Psst. Um ehrlich zu sein, alter Schwede, brenne ich darauf, den verschollenen Palast im hohen Norden zu besuchen. Aber was meine Frau nicht weiß, macht meine Ohren nicht heiß. Meine Ohren? Okay, Leute, ich würde sagen, dann gucken wir mal nach dem nächsten Ereignis. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Bis gleich. Okay, das nächste Ereignis ließ auf jeden Fall nicht lange auf sich warten, denn hier haben wir auch schon einen weiteren Quizwurm. Let's go. Quiz! Let's go. Bis jetzt ungeschlagene Nummer 1 bei den Quizfragen. Frage 1. Oder wie viele Fenster gibt es im Goombas Haus in Goomba... Boah, was? Sie verarschen. Wie viele Fenster? Im Goomba Haus. Im Goomba Haus. Eins. Ja, okay, eins ist richtig. Korrekt. Das war echt die schwerste Frage bis jetzt. Oh Gott. Dankeschön. Cool. Ja, Leute, geil. Du. Ba. Ja, das lief ja richtig gut. Okay, dann auf zum nächsten Ereignis. Bis gleich. Hallo, Grandpa.
Guckt mal, Leute. Als ich jetzt gerade hier so durch Todtown gelatscht bin, da habe ich die zwei gefunden hier. Vielleicht können wir mit denen reden. Guck mal, wenn ich jetzt hier Gumbario drauf mache, vielleicht gibt es da was Schönes. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall eine schöne Textbox, oder? Mario, bitte pass gut auf meinen Bruder auf, okay? Komm schon, wir sind in Eile, Gumbaria. Ernsthaft. Manchmal bist du so unausstehlich. Klappe! Okay, ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Gumbario, gut siehst du aus. Dass du Mario ja nicht zur Last fällst, hörst du? Hey, ich falle ihm ganz sicher nicht zur Last. Ich helfe ihm die ganze Zeit. Wie schön. Unser lieber kleiner Gumbario hilft dem großen Mario. Ich bin so stolz. Das muss ich sofort deinem Vater und Gumba erzählen. Gumpa. Mario, du musst mal wieder bei uns vorbeischauen. Hab ich erst. Komm schon, hör auf, Mama. Das ist mir peinlich. Ich bin kein Kind mehr. Oh, sei nicht dumm. Kürbisköpfchen. Ich sage doch gar nichts, was dir peinlich sein müsste. Ich liebe dich, das ist alles. Darf denn eine Mutter nicht stolz auf ihr Kind sein? Oder ihre Kinder? Oh Mama, immer musst du mich wie ein Kind behandeln. Nee, 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 Gumbario wird ausgeschimpft. Halt die Klappe, Gumbario. Gumbaria, Mama, Gumbario ist gemein zu mir. Okay, alles klar. Du, die, so. Ich habe übrigens aktuell diesen Superspin drinne, mit dem wir richtig krass rumsliden können. Miau. So, ich würde sagen, wir überbringen gleich mal hier den Brief, oder? Paracarry. Da haben wir das nämlich auch gleich weg. Zack, let's go. Oh, eine Person, die am Hafen angelt. Ah, das müsste sie sein. Mein Name ist Paracarry. Ich stelle Briefe zu. Einen Moment, bitte. Zack. Da haben wir nämlich nur noch einen Brief und das ist der an irgendeinen Bu. Und wieder pünktlich zugestellt. Hm, was ist das denn? Beim Klappautomann. Das ist ja von Kuwa. Mofchi sagte, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie alle sind im Angelfieber. Zeit für einen Ausflug. Du solltest auch mitkommen, Mario. Ah, da fällt mir ein. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Oh nein. Würdest du ihm das bringen? Wem? Naja, dem Cooper, der dir den Brief für mich gegeben hat. Kuwa ist sein Name. Ja, und pass ja gut auf dich auf. Ach nö, jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Oh, ich war doch gerade da. Menno. Okay, ich glaube, hier haben wir erstmal weiter nichts, ne? Er sitzt hier noch gemütlich rum. Da ist halt... Guck mal, da ist irgendwas Unsichtbares noch. Der ist nur ein Block. Das gucke ich mir mal kurz an. Ah ne, den haben wir schon. Kann ich mit dem reden? Habe ich mit dem schon geredet? Ich weiß es nicht. Hi. Hm, der dämliche Fisch. Fisch? Mel? Fängt Tonnen von Fischen. Es kümmert ihn nicht einmal, dass ich nicht mehr da bin. Okay. Okay, Leute, auf geht's zum nächsten Ereignis. Ich glaube, wir gehen jetzt in die staubtrockene Wüste. Bis gleich. Okay, Leute, hier am Bahnhof gibt es auf jeden Fall auch noch einen Splitter irgendwo. Und was war das hier für eine Röhre? Ich erinnere mich nicht mehr an diese Röhre. Was macht die? Wo führt die hin? Ich will mal kurz gucken. Ach stimmt, es gibt ja auch noch ein Casino. Da war ja auch noch was. Kann ich hier irgendwas machen? Hallo Mario, willkommen im Casino. Um hier spielen zu können, brauchst du eine Mitgliedschaftskarte. Ja, und wie kriege ich die? Ah, vielleicht hat der eine Mitgliedschaftskarte. Ist das ein Hinweis? Es war so knapp. Okay, wenn wir nochmal nach Cooperheim gehen sollten, sollten wir da vielleicht mal vorbeischauen. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall einen Sternensplitter. Papa, was war das hier eigentlich? Hier konnte man doch auch irgendwas machen. Geld rein investieren. Was kann man hier machen, Leute? Kann man hier noch was gewinnen? Habe ich da schon alles gewonnen? Schreibt mir das nochmal in die Kommentare, weil hier gibt es doch bestimmt auch noch irgendwas zu holen mit diesem komischen Nasen. Schweinchen. Gedöns, oder? Ach, hier. Perfekt. Oh, wir sammeln gerade so gut Splitter ein. Das ist geil. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's aber erstmal wieder hier. Und wir sehen uns beim nächsten Ereignis wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Ihr habt's ja schon oft in die Kommentare geschrieben. Ich sollte unbedingt hier mal wieder den Wackers Kick, ne? Farmen. Und das mache ich gerade. Also ich habe jetzt schon 4 Stück, glaube ich. Und ich werde das auf jeden Fall dann mal voll farmen. Aber hier gibt es auch einen Sternsplitter. Dementsprechend gucken wir gleich mal. Ich glaube hier auf der Freifläche, ne? Oh nein!
Du. Monty Maulwurf. Du. Und tschüss, mein Freund. Ah, mittlerweile zu overpowered einfach für die Gebiete. Du. Schon traurig, dass uns nur 11 Erfahrungspunkte fehlen zum Level Up. Nein. Wo ist er? Oh, einfach mit dem Stein abgeworfen. Die Sau. Ding. Der macht sogar Schaden. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, wir machen mal schnell das Erdbeben und dann kümmern wir uns um den Sternsplitter. Ich hoffe, der liegt hier irgendwo rum. Ich habe mit Absicht jetzt erstmal den kleinen Erdbeben drinne. Einfach für den Moment, wo wir jetzt hier ein bisschen am Rumsammeln sind. Ah, hier. Perfekt. Hier ist er. Sternsplitter, let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, dann auf zum nächsten Ereignis. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt mittlerweile bei der staubtrockenen Wüste angekommen. Und ich würde sagen, der ganze Zusammenschnitt, den ich jetzt hier gemacht habe, reicht auf jeden Fall für eine Folge. Ich hoffe es zumindest. Bedanke mich fürs Zusehen. Und im nächsten Part wird man dann weitermachen und noch andere Level abklappern. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Auf Wiedersehen.